Ja, liebe Freunde, es geht raus in die Natur, es liegt Schnee und zwar richtig. Muss mein Auto jetzt mal ausbuddeln und dann geht's ab. Ja, schon die Fahrt zu dem Winterlager oder zu dem zukünftigen Winterlager ist ein kleines Abenteuer, weil die Straßen sind, wie man sieht, noch nicht wirklich geräumt worden. Man sieht noch Spuren drin, die sind auch von mir, von den letzten Tagen, als ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Aber es ist ganz schön viel Schnee gefallen. Ja, kleiner Tipp, wenn ihr draußen unterwegs seid und es ist Winter, so wie jetzt, ist es besonders wichtig, dass ihr nicht zu stark ins, oder am besten gar nicht ins Schwitzen kommt. Deshalb seht ihr, ich habe nur einen ganz leichten Fließpulli an, darunter ist schon das Unterhemd, aber ich habe meine Schichten griffbereit auf dem Rucksack. Also ist besser, ihr geht und habt leicht kalt, als dass ihr überhitzt. Sehr wichtig. Und wenn ihr merkt, dass ihr trotz leichter Bekleidung zu warm bekommt, dann macht Pausen. Geht nicht zu schnell, setzt euch hin. Achtet darauf beim Hinsetzen, dass ihr euch nicht unterkühlt, dass ihr nicht auskühlt. Aber jetzt, wie in meinem Fall, ich merke, dass ich richtig warm habe, dann lüfte ich ein bisschen, indem ich mein Unterhemd ein bisschen rausziehe, dass Luft zirkulieren kann, setze den Rucksack ab. Ja, denn auf Englisch sagt man auch, you sweat, you die. Ich habe immer gesagt, dass man, wenn man draußen ist im Winter, kein Schnee essen soll, wegen zu viel Kalorien, die man verbraucht, fürs Aufzutauen und aufzuwärmen. Aber in solchen Situationen wie jetzt, wo ich noch top fit bin, wo ich warm habe, spricht für mich, für meine Erfahrung nichts dagegen, sich kühles nass zu holen, weil im Moment wäre es definitiv anstrengender für mich, irgendwie einen Bach zu finden, Eis zu schmelzen oder aus dem Bach irgendwie zu trinken. Also ich habe jetzt so ungefähr noch 3 Stunden Licht und das Gelände ist relativ unwegsam. Deshalb werde ich jetzt anfangen, mich nach einem geeigneten Lagerplatz umzuschauen. Im Moment ist es windstill, aber an den Bäumen kann ich die Hauptwindrichtung erkennen und werde dann mein Lager so aufbauen, dass der Wind nicht gerade in meinen Eingang reinbläst. So, ihr habt gesehen, dass ich Reisig genommen habe, für mein Bett zu decken sozusagen. Und diesen Reisig, den schlage ich nicht wahllos ab an den Bäumen, sondern ich suche mir gezielt Bäume aus, wo ich caretaken kann. Das heißt, wo ich der Natur helfen kann. Und hier seht ihr, an dieser Fichte habe ich mit dem Messer und dem improvisierten Hammer den Reisig abgeschlagen. Also lebendige Äste, grüne. Aber ihr seht hier im Hintergrund eine Buche stehen und die Buche ist sehr eingeengt. Also hier kann ich rangehen, die Bäume ein bisschen entästen, das nennt man auch durchforsten und so der Buche ein bisschen Luft verschaffen, dass sie groß und stark werden kann. Wenn ihr glaubt, euer Bett sei fertig, dann legt euch auf jeden Fall mal rein und macht so ein kleines Probeliegen. Hier habe ich ja so ein Bett, was weg vom Boden ist, was ein Gestell hat. Und es hat durchaus eine kleine Federwirkung, also nicht weit weg von Lattenrost. Die Behausung für diese Nacht ist soweit fertig. Es fängt an zu schneien, deshalb habe ich noch einen Tarp drüber gespannt. Und ich hoffe, ihr könnt das im Hintergrund sehen. Das Tarp ist ganz tief von der Wetterseite, von der Windseite, von da, wo der Schnee kommt. Und ja. Das wird hoffentlich eine schöne Nacht. Ich würde gerne noch ein Feuer machen und deshalb suche ich jetzt mal ein kleines brennbares Zunder. Ja, diese ganz feine Schicht von der Birke, die könnt ihr abmachen, ohne den Baum zu verletzen. Die geht schon fast von alleine ab,
Das ist sowas wie ganz feines Papier. Ja, denkt dran, wenn ihr von eurem Camp weggeht, und sei es nur, um die Gegend ein bisschen zu erforschen, und es schneit und es ist Wind, so wie jetzt, dann passt auf, dass ihr euer Camp wieder zurückfindet. Es ist schon vielen Leuten in den Bergen oder auch anderswo passiert, dass plötzliche Wetteränderungen, Sturm, die Spuren, die ihr hinterlassen habt, verwehen. Man ist desorientiert, man ist vielleicht müde, ein bisschen dehydriert, ganz starker Schneefall. Ja, es ist gar nicht mehr so einfach, seinen Platz zu finden. Von daher, achtet darauf. Und ich habe noch etwas Rinde gefunden, können wir als Unterlage nehmen, weil wir machen Feuer in diesem IKEA-Ofen, damit wir hier im Wald kein Feuer direkt auf dem Boden machen. Hier drunter sind zwei grüne Äste. Später kommt der Topf oben drauf. Das sollte problemlos funktionieren. Ja, da kann ich nur mehr sagen, guten Appetit und gute Nacht. Guten Morgen, Welt. Ja, nach gefühlten 14 Stunden Schlaf, es ist ja schließlich sehr früh dunkel und wieder erst spät wieder hell, bin ich eigentlich ganz ausgeruht. Ein Tipp oder eine wichtige Sache ist noch, wenn ihr bei extrem kalten Temperaturen draußen schlaft, dann müsst ihr unbedingt vermeiden, dass ihr in euren Schlafsack reinatmet. Deshalb haben die Schlafsäcke ja auch eine Kapuze. Und dann zieht ihr am besten so irgendeinen Schal oder irgendwas an, damit ihr euer Gesicht draußen haben könnt. Okay, weil die Atmung bringt Feuchtigkeit in euren Schlafsack und dann würdet ihr wirklich kalt bekommen. Ihr würdet den nassen Schlafsack im Kopfbereich haben. Ja, und wenn es extrem kalt ist, dann mache ich es immer so, dass ich morgens kleinen Reisig habe und noch ein bisschen Zunder, damit ich mir ein ganz kleines Feuer ganz schnell machen kann, weil die Finger, die werden immer sehr kalt, wenn man das Tarp abbaut oder die Knoten öffnet, weil das ist schwer mit Handschuhen zu machen. Deshalb habt immer eine kleine Reserve an Zunder und an kleinem Feuerholz, damit ihr euch schnell wärmen könnt, wenn es denn nötig ist.